Hallo und herzlich willkommen zurück zu Gothic 2, die Nacht des Raven, wo wir gerade mit Vatras gesprochen haben, der auch schon verschwunden ist in der Zeit, wo ich hier rumgestanden habe. Und wir uns jetzt auf dem Weg zu Xardas machen, um mit ihm darüber zu reden, dass wir dieses Ritual abhalten wollen. Danach müssen wir natürlich auch zu Pyroka. Und ich habe mich gerade nochmal durchgelesen durch die Quests, die wir haben. Ja, Anzeigebug und so. Dass wir ja auch noch diesen Händler rausfinden müssen, wer an den Händlern diese falschen Minenanteile verkauft. Das werden wir auch noch machen. Dies ist eine Quest, die ich nicht kenne. Ganz mal was Neues. Deswegen wird das wahrscheinlich was aufwendiger werden, die zu lösen. Aber gucken wir dann mal. Das klappt schon irgendwie. Aber erstmal wollte ich mit Xardas und mit Pyroka reden und dann vielleicht nicht direkt in den Wald verschwinden, aber das können wir auch da noch gucken. Ja, Xardas, wo bist du? Da stehst du. Hallo. Hey. Das Auge Enos ist zerstört. Was redest du da? Zerstört? Ich habe es oben in den nördlichen Wäldern gefunden und es leider nur noch in Einzelteilen bergen können. Damit ist die einzige Möglichkeit, den Drachen die Stirn zu bieten, dahin. Wir haben versagt. Was nun? Das ist ein harter Schlag. Wir müssen uns neu orientieren. Ich werde mich zurückziehen und darüber nachdenken. Du solltest inzwischen in die Stadt gehen und dort mit dem Wassermagier Vatras sprechen. Ich könnte mir vorstellen, dass er weiß, was zu tun ist. Haben wir auch gerade erst gemacht. Vatras hat mich zu dir geschickt. Das ist gut. Was hat er gesagt? Er sagte etwas in einem Umkehrritual am Sonnenkreis. Der alte Teufel. Ich ahne schon, was er vorhat. Du bist gekommen, um mich zu ihm zu rufen. So sieht's aus. Wann wirst du aufbrechen? Ich werde Vatras nicht warten lassen und mache mich sofort auf den Weg. Erledige deine Aufgaben und komm dann später nach. Mache ich doch gerne. Dann können wir auch direkt wieder den anderen Teleportzauber nutzen. Glaubt zwar nicht, dass wir hier in der Hafenstadt irgendwas wirklich erfahren, aber mir ist gerade eingefallen, dass wir ja auch noch das Amulett zusammenfügen müssen. Und das will ich gerade mal hier bei unserem Freund versuchen. Ich glaube zwar nicht, dass er da wirklich Ahnung von hat, aber vielleicht kann er uns sagen, wo wir Ahnung haben. Kannst du Schmuckstücke reparieren? Ich bin Waffenschmied, kein Goldschmied. Hier in der Stadt wirst du wahrscheinlich niemanden finden, der dir helfen kann. Die Leute haben kein Geld mehr in den Taschen. Und reich wirst du hier schon lange nicht mehr. Die meisten sind doch froh, wenn sie genug zum Beißen haben. Okay. Wo finde ich einen Goldschmied? Bei den Söldnern auf Onas Hof soll es einen guten Schmied geben. Vielleicht versuchst du es da mal. Das habe ich mir schon fast gedacht. Also wir müssen zu Bennett. Ich wollte jetzt aber einmal dann noch bei den Händlern auf dem Marktplatz vorbeischauen, gucken, ob die uns vielleicht Infos über diese Minenanteile geben können. Ansonsten müssen wir dann bei den Händlern im Umfeld nachfragen. Vielleicht bei den Bauernhöfen, ich bin mir nicht ganz sicher. Das, wie gesagt, ich kenne die Quest nicht, deswegen versuche ich jetzt einfach mal mein Glück hier, weil es ja um Händler ging. Altram, ist ja so ein Typ für krumme Dinge, ne, anscheinend nicht. Übrigens, als die Sache mit Kanta war, ich weiß nicht, ob ich das aufgenommen hatte, konnte man hier wirklich mit niemandem spreden. Zeig mir deine. Hat dann nichts Spannendes, aber. Du verkaufst Minenanteile. Ja, was für ein Reinfall. Auf so eine windige Sache lasse ich mich nie wieder ein. Okay, das war jetzt irgendwie. Was sagt uns die Quest jetzt? Nix. Hallo? Zeig. Kann ich den hier kaufen? Ja. Erzminenanteil in der Kolonie. Kann ich das. Okay, das konnte ich aber auch sagen, bevor ich in sein Inventar angeguckt habe. Das heißt, Ben würde es direkt da stehen. Ja. Dann versuche ich es einfach mal bei den anderen Händlern hier und hoffe, dass ich was finde. Harkon, wobei es ein Waffenhändler. Wo hast du die Minenanteile her, die du verkaufst? Tut mir leid. Das kann ich dir nicht sagen. Ist mir zu gefährlich. Hm.
Zeig mir deine... Es ist mir eine Ehre, dass ein Vertreter unserer heiligen Kirche sich für meine Waren interessiert. Okay. Den hätten wir dann auch. Und ansonsten ist hier sehr uninteressant. Ist halt so, wenn man sich nicht wirklich für Waffen interessiert. Der hat anscheinend aber nichts. Nee. Daran kann mir auch nichts sagen. Ich kann mir irgendwie vorstellen, dass es mit Kanta zusammenhängt. Ich weiß es aber nicht. Zeig mir da. Such dir was auf. Ja, der hat 3 Stück. Ich speichere jetzt gerade mal ab, weil ich mir sehr unsicher bin. Weil es hieß ja, man soll nicht so direkt davon reden vielleicht, aber ja. Du verkaufst illegale Minenanteile. Ja und? Was soll's? Mach ich es nicht, macht's ein anderer. Okay. Zeig mir deine Ware. Such dir was. Das hat jetzt viel gebracht. Ich muss weiter. Von. Ich verstehe jetzt nicht so ganz, was die Quest will. Verkauft illegale Erzanteile und bereichert sich daran. Ich muss herausfinden, wer sich die Händler dieser Gegend verkauft hat. Selbst will die falschen Papiere alle haben. Das heißt, ich kann jetzt, wenn ich will, Kanta verpfeifen. Wäre natürlich cool. Ansonsten hätten wir die Anteile zumindest zurückgekauft. Was natürlich Geld gekostet hat, aber egal. Geld ist ja nicht so unser Problem gerade. Gucken wir mal, ob was bei Lord André irgendwas bringt. Ansonsten gehe ich halt zurück ins Kloster. Ja. Schon wieder dieses Flackern. Ich will. Okay, anscheinend nicht. Dann, es ist voll toll mit diesen ganzen Teleportern. Man kommt einfach von A nach B und das ist komplett legal sogar. Legal meine ich, weil man kann auch mit Cheats sich an diese Orte bewegen. Das ist echt kein Problem. Also, könnt das euch auch mal demonstrieren. Ich kann es auch einfach erstmal erzählen. Es gibt halt diese, das sind Wegpunkte da, wo die Ruhen einen hinbringen. Und da gibt es halt Cheats für, die heißt Go to Waypoint. Und dann kann man sich verschiedene Wegpunkte aussuchen und dich dahin bringen lassen. Wenn das nicht sieht, kann ich mir auch nicht mehr helfen. Was sehr praktisch ist, wenn man noch früh im Spiel ist und Sachen ausprobieren will, was ich auch öfter benutzt habe, um Sachen zu testen. Ja. Ich habe einige Minenanteile ausmachen können. Sehr gut. Du musst sie alle aus dem Verkehr ziehen. Das ist Gift für das Volk. Bring sie mir alle her. Hier, ich gebe dir die Mittel dazu. 1000 Gold, das ist aber nett. Es fehlen anscheinend noch 3, die wir irgendwo noch finden müssen. Ja, reden wir mal mit Pyrokar. Ich habe mit Vatras gesprochen. Ah, gut. Wo ist er? Er bereitet ein Ritual am Sonnenkreis vor, um das Auge Enos zu heilen. Wenn das wahr ist, dann gibt es vielleicht doch noch Hoffnung. Vatras möchte, dass Xardas und du ihm dabei helfen. Was? Xardas wird auch da sein? Das ist doch nicht dein Ernst. Hey, das war nicht meine Entscheidung. Vatras besteht darauf. Immer wieder dieser Xardas. Ich kann es nicht mehr hören. Es kann ja fast gar nicht mehr schlimmer werden. Wer sagt mir denn, dass Xardas nicht mit dem Feind unter einer Decke steckt? Ich kann Xardas nicht vertrauen. Ganz egal, wie sehr wir ihn auch brauchen. Es tut mir leid. Aber unter diesen Umständen kann ich Vatras nicht helfen. Eigentlich müsste es doch reichen, wenn wir sagen, Xardas ist derjenige, der uns damals geholfen hat, die Kolonie zu zerstören. Der ist derjenige, der uns aus der Kolonie gerettet hat, der alles das hier möglich gemacht hat. Aber nein, man kann nicht vertrauen. Ohne dich geht es nicht. Vatras kann das Ritual sonst nicht durchführen. Du wirst Xardas vertrauen müssen. Ich muss gar nichts, hörst du? Ich habe nicht den geringsten Beweis dafür, dass Xardas nicht gegen uns arbeitet. Ich kann das nicht tun. Was wäre, wenn ich dir diesen Beweis liefern könnte? Ich fürchte, das ist unmöglich. Es müsste mich schon sehr beeindrucken. Was Xardas angeht, habe ich meine Zweifel, ob es ihm überhaupt noch gelingen wird, mich zu beeindrucken. Ah, geil. Hätte ich vielleicht erst mit ihm sprechen sollen, weil jetzt muss ich Xardas in der Wildnis suchen. Und kann nicht einfach, mich zu ihm teleportieren. Sollte mit Xardas darüber reden, ja. Das meine ich. Ach, verdammt. Das ist jetzt etwas ungünstig, weil da muss ich da hinlaufen.
Hey! Sagt mir auch nichts Neues. Wie komme ich denn da am schnellsten hin? Weil der Weg, den wir geschwommen sind und gelaufen sind, seht ihr vielleicht jetzt auf der Karte. Wir sind rechts da von diesem vom Kloster aus dem Wasser rausgekommen und dann diesen ganzen gewundenen Pfad bis hoch zum Troll gelaufen und dann da abgebogen und dann nach links in den Wald gelaufen. Das ist ein bisschen umständlich. Aber der andere Weg ist auch nicht so viel kürzer. Das ist etwas doof. Der Teleporter zur Hafenstadt bringt uns auch nicht weiter. Ein Teleporter zu Xardas könnte uns vielleicht... Nee, Xardas ist ja unten. Mist. Ja, okay, dann werden wir wohl nochmal laufen müssen. Aber das beschleunigen wir etwas. Ich will ja nicht ewig hier rumdümpeln. Ihr seht, manchmal ist die Reihenfolge, in der man sich um etwas bemüht, doch sehr praktisch, also ausschlaggebend für den Zeitaufwand. Wir hätten ja auch erst zu Xardas gehen können und sagen können, dass das Teil kaputt ist. Er hätte uns gesagt, wie schlimm das doch ist. Und dann hätten wir uns zu Vatras begeben und dann hätten wir uns zu Pyroka begeben und dann wäre er auch ziemlich viel hinher teleportiert. Also so viel besser wäre es auch nicht gewesen. Aber ja, suchen wir ihn im Wald auf. Ist ja nur ein bisschen wandern. Und die Folge ist ja sowieso noch nicht so lang. Habe ich auch was, um die Folge zu füllen. Ist zwar sonst nicht so meine Art, aber ja. Ja, hier hoch wäre natürlich schön, wenn wir direkt hier hochspringen könnten, aber dann müssen wir halt vorne die normale Treppe benutzen. Aber mir fällt ein, diese Minenanteile können natürlich auch in oberen Viertel gehandelt werden. Da sind ja auch nochmal ein paar Händler. Werde ich mich nochmal, auch da nochmal umschauen. Ups. So, und dann den Eislanzen spicken. Das Doofe ist halt nur, dass wir jetzt dieses beklommene Gefühl wieder haben und dann müssen wir wieder... Ja, das war bei den Tränken irgendwie in die falsche Richtung gegangen. Da. Du fühlst dich erlöst. Jetzt mein Geschwindigkeitstrank natürlich aufgebraucht. Egal, ich muss sowieso, glaube ich, nach rechts, oder? Wobei, ich muss ja jetzt hier in den Wald eigentlich. Da nutze ich mal den direkteren Weg. Also ich hoffe mal, dass ich jetzt richtig laufe. Es ist halt bei mir auch schon was her, dass ich hier den... so auf eigene Gefahr mir sowas gesucht habe. Feldräuber erledigen, wenn wir den treffen. Immerhin 80 Erfahrungspunkte. Ups, das war Mikrofonständer. Aber ich meine, das wäre hier im Wald gewesen mit dem Steinkreis und wo das ist. Und ich hoffe, dass wir das auch gut finden werden. Ich kann auch sagen, dass es mehrere Steinkreise gibt und ich gerade welche verwechsle. Also es gibt auf jeden Fall mehrere von diesen Steinkreisen. Das wissen wir ja aus der Quest von dem Tal der Erbauer, aber trotzdem hoffe ich, dass das jetzt ohne Probleme klappen wird. Da war noch irgendwas. Ein Wolf. Ist ja auch mal gut, ein bisschen rumzulaufen und ein paar Monster zu erledigen für Erfahrungspunkte. Ein Werk. Oh, mehrere Waage. Ich glaube, das ist mir ein bisschen zu heikel. Wenn ich mich richtig entsinne, waren dann die Waage nicht so schwach.
Das Problem ist ja, dass wir nicht unbedingt die stärkste Rüstung anhaben. Laufe ich eigentlich ungefähr richtig? Das müsste doch hier direkt vor uns sein. Das ist schön, dass wir euch die eine Quest halt den Aufenthaltspunkt des Steinkreises gezeigt bekommen haben und dadurch natürlich immer wieder aufrufen können. Wenn man nämlich das Talerbauer nicht, also die Add-on-Kampagne nicht hat, dann kann man das nicht machen. Mullerat. Eigentlich auch ein Schattenläufer da hinten. Eigentlich suche ich nur den Steinkreise. Ah, hier ist ein Steinkreis. Ist das der richtige? Nein, es ist nicht der richtige. Verdammt. Wo ist der richtige Steinkreis? Achso, da ganz oben im Norden dieses Ding wahrscheinlich. Und da unten sind Waage. So. Den anderen hätte ich gern auch anvisiert und getötet. Die Waagfälle können wir uns auch eigentlich mitnehmen, weil die sind ja ordentlich was wert. Der andere liegt hier irgendwo wahrscheinlich rum, ja da. Dann bin ich Gott sei Dank nicht ganz falsch gelaufen. Das wäre nämlich echt ärgerlich, wenn ich jetzt wirklich am falschen Ende der Karte wäre oder so. Aber das wäre ja auch ein bisschen unlogisch. Ich hoffe, wir laufen nicht wieder irgendwelchen Suchenden über den Weg, weil hier nochmal mich reinigen quasi kann ich nicht. Ich habe irgendeine Mine gefunden, aber wir sind doch hier. Ja, müsste das richtig sein, aber interessiert mich jetzt mal, was das hier ist. Minecrawler. Das Problem ist nur, mein Mana ist schon wieder alle. Es ist immer so ein bisschen traurig, wenn man so die Tränke trinkt und man kann richtig regelrecht mitzählen, wie viel Zauber man damit wirken kann, aber ja, egal. Das ist schlecht. Okay, das war's wohl erstmal. Skelettknochen sind jetzt nicht so spannend. Rohes Fleisch, Schinken. Ist hier irgendwas Spannendes rum? Käse ist auch nicht so spannend. Da ist nichts zu holen. Minecrawler können wir auch nichts anfangen. Da liegt jetzt eine Riesenratte. Rostige Axt, Wolzelwein. Ja, hier ist auch nichts mehr. Außer eine Truhe. Links, rechts, rechts, nein, links, nein, links, rechts, 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 nein, links, rechts, rechts, links. Yay, ein Bergkristall. Gebratenes Fleisch und ein Wacholder. Das ist, Big Loot, sag ich nur. Gut, hier haben wir das eine Skelett noch liegen, Rüstung 2 Hände und einen Knochen. Da ist erstmal nichts. Hier liegt auch nichts rum, okay. Da liegt ein Toter. Das war nämlich kein Skelett, was wir besiegt haben, sondern das lag da vorher schon. Der Stein sieht sehr aus, als könnte er sich wegbewegen. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt in so, Spielen oder Filmen oder so, dass halt Sachen, die bewegbar sind, halt ein bisschen anders animiert sind als, oder gezeichnet sind als Sachen, die sich nicht bewegen sollen. Links, rechts, 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 links, rechts, 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 links. War es derselbe Code jetzt? Immerhin 150 Gold. Was jetzt auch nicht so viel bringt, aber immerhin. Und das war's. Und hier ist ein 2-Händer. Ja, schön. Liegt da noch was? Ein Punkt auf dem Boden, aber es scheint nichts zu sein, was man mitnehmen kann.
Gut, dann hätten wir diese Höhle auch erkundet. Hatte mich ja, glaube ich, jemand drauf angesprochen. Ich könnte ja auch mal ein bisschen mehr rumlaufen und ja, Gegner besiegen und Erfahrungspunkte sammeln. Ist ja auch richtig. Weil mit mehr Erfahrungspunkten kriegen wir mehr Lernpunkten. Mit mehr Lernpunkten können wir auch unser Mana mal steigen, weil okay, wir sind Level 25. Das kann man, glaube ich, wenn man sich viel Mühe gibt, auch nach Kapitel 1 schon sein. Für Level 25 oder 23 irgendwie so. Es gibt halt so wirklich berechnete Werte, was das maximale Level am Ende eines Kapitels ist, wenn man bestimmte Sachen macht und auch im minimalen Zeitaufwand und so. Gut, an der Stelle mache ich aber dann mal eine Pause und dann gucken wir in der nächsten Folge, dass wir halt Xardas finden und uns überlegen, wie wir Pyrokar überzeugen können. Also, bis dahin, vielen Dank fürs Zuschauen und macht es gut.